Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und heute hat Hans mal wieder Glück. Deshalb würde es sich schon anbieten, dass wir uns mal in irgendeine Mine begeben. Was sagt Abigail? Ein cooles altes Haus, ein paar Kinder und ein fantastischer Hof. Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit bringen würde. Bitte du, ich mache hier alles. Aber hey, unsere Leben haben gerade erst angefangen. Wollen wir es hoffen. So oft wie ich schon gestorben bin, könnte es auch irgendwann mal final sein. James schläft, da kann ich leider gar nicht interagieren. Ja, es ist Frühjahr, das haben wir ja schon in der letzten Folge bemerkt. Jahr 4 hat begonnen. Am letzten Tag haben wir eigentlich nur Sachen ausgesät, uns auf die neue Jahreszeit vorbereitet. So, ich würde jetzt gerne erstens mal hier ein paar Sachen loswerden, wie ihr seht. Und außerdem mal gucken, ob hier unten alles in Ordnung ist. Ach, es ist so herrlich grün, das gefällt mir einfach. Ach so, ich kann die Tiere ja eigentlich auch wieder rauslassen, ne? Fällt mir gerade ein. Und unser neuer Hühnerstall ist fertig. Okay, darum kümmern wir uns natürlich. Nochmal schnell hier. So. Ja, genau. Also hier machen wir auf, auch wenn jetzt gerade keiner drin ist. Hier machen wir natürlich auf, damit unsere Schweine wieder produzieren können. Na, wie geht's euch so? Endlich Frühjahr, ne? So, dann natürlich auch diese Tiere hier, die sich alle hier brav aufgereiht haben. Hallo? Müsste ich eigentlich erstmal wieder eine Runde Käse machen, wenn ich das hier so sehe. So, da sind nochmal zwei. Dann haben wir hier nochmal Käse und hier. Den ganzen Mist weg. Und dann hätten wir nochmal zweimal Wolle. So. Ja, leider ist bisher noch kein Gras hier draußen gewachsen. Ich weiß nicht, ob ich da nachhelfen muss. Was macht der Baum denn hier? Na? Wie geht's euch so zusammen? Alles gut? Wollen wir es hoffen, ne? Mir fällt gerade ein, ich wollte ja auch ein paar von denen dann schon in den anderen Stall verschieben. Das trifft zu auf das hier. Wie geht das nochmal? Zu Hause ändern. So. Also, der Dino kommt hier runter. Und das Häschen. Hase zieht um, wähle einen neuen Hühnerstall. Machen wir. Okay. Dann hätten wir hier schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Nehmen natürlich trotzdem hier alles mit. Oh Mist. Alles, was geht zumindest. Noch so ein schwarzes Huhn wäre eigentlich nicht verkehrt, weil diese Schattenmayonnaise ist ja auch recht wertvoll. Na? Das wäre eigentlich nicht verkehrt, wenn wir da noch eine weitere hätten. Und ansonsten sind natürlich die Enten auch ein bisschen besser als normale Hühner. Naja. Man wird sehen. So, es ist schon 10 Uhr. Haha, unsere Schweine haben schon produziert hier. Sehr gut. Wäre mir ja recht, wenn die sich noch ein bisschen vermehren würden. Das fände ich schon ziemlich cool. Eins, zwei. Moment, das nicht. Das hier. Die Schnecke kann weg. Das hier kommt hier rein. So. Damit sind wir fast fertig. Ach so, Moment. Wir machen natürlich Trüffelöl. So, Mann, bis man hier mal durch ist, ne? Da vergeht schon ein bisschen Zeit. Wir könnten vielleicht nochmal wieder ein bisschen Kohle machen. Davon haben wir bedenklich wenig.
Außerdem werde ich natürlich hier die üblichen Verdächtigen befüllen. Also einmal hier Kohle, Müll, Müll und Knochen hier rein. Das hier wird mitgenommen. Okay. Das hier rein. Hier sammeln wir ein paar Sachen. Und hier. So. Ich sehe gerade, hier machen sich gerade tatsächlich schon wieder Bäume breit, die das nicht sollen. Ich muss langsam los. Erzähle ich jetzt auch schon eine ganze Weile, dass ich das will. Ja, aber jetzt ist es soweit. Also, oh Moment, ich muss noch was zu essen mitnehmen. Darauf sollte ich nicht verzichten. Bisschen Krabbenkuchen und die Kekse. Das sollte wohl ausreichen. Wir gehen ja, wenn überhaupt, nur in die normale Vulkanmine, denn ich habe überlegt, dass ich auf die Insel losziehen werde. Ich dachte immer, man kann die Truhen auch von hier aus bedienen, aber offenbar nicht alle. Ich werde jetzt erstens zu dem Questboard hier unten hingehen, dann würde ich auf die Insel fahren, auch wenn es jetzt schon relativ spät ist. Das Questboard bei Mr. Chimir anschauen und dann mal sehen, was wir dann tun. Also, Geschenke für George. George denkt, niemand in der Stadt kümmert sich um ihn. Ich würde ihm gern beweisen, dass er sich irrt. Ein Dutzend Lauchstangen sollte ausreichen. Er liebt Lauch. Okay, wir haben 27 Tage Zeit, um 12 Lauchstangen zusammenzubekommen. Sammeln. Na, das ist ja eigentlich nicht so schwer. 12 Stück, also ganz ehrlich, was machen wir mit links? Und da sind wir schon auf der Insel. Aha, Elliot ist auch hier. Guten Tag. Pam ist da. Abigail ist auch schon wieder hier. Guten Tag. Schade, Willi sagt, wir müssen am Strand bleiben. Und ich habe mein Schwert und alles dabei. Ach komm, du kannst doch auf unsere Farm. Kein Problem, Abigail. Ach, ey. Ist doch unsere Farm. Unsere Zweitfarm. Also meine Zweitfarm. Aber wir sind ja verheiratet, da gibt's kein Dein und Mein mehr. Ne? So, der Baum hängt wieder voll. Sehr gut. Wo ist mein Pferd? Ach, jetzt habe ich die Pferdeflöte nicht dabei. Ich depp. Nein, habe ich vergessen. Naja. Aber auf jeden Fall können wir uns hier ein bisschen Unkraut organisieren. Ich weiß zwar nicht, in welchem Umfang wir das jetzt noch brauchen. Aber man wird sehen, wie es so laufen wird, ne? So. Lass uns ein Spiel spielen. Junimo Kart. Liefere frisch gekochte Produkte im Wert von 100.000 Gold. Das klingt doch mal nach einer interessanten Sache. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Sachen wert sind, ehrlich gesagt. Steht das irgendwo? Naja, hier steht es leider nicht dabei, wie viel was wert ist. Okay. Mhm. Wohin muss ich das liefern? Ach so, wahrscheinlich heißt es einfach nur, dass ich es verkaufen muss, ne? Ja. Vermute ich jetzt mal. Wir haben ja noch ein paar Walnüsse gefangen. Die könnten wir ja erstmal eintauschen. Hier. Haha, 11 Stück haben wir jetzt. Ist nicht so, dass es viel wäre, aber immerhin. Wie viel Zeit habe ich für diese gekochten Gerichte? 13 Tage. Immerhin. Ich meine, das ist nicht unmöglich. Ich muss einfach nur mal rausfinden, was jetzt am meisten bringt. Ne? So finanziell gesehen. Also wo ich dann vielleicht auch noch ein bisschen Gewinn mache. Das kriege ich raus. Keine Sorge. Das werde ich mir mal anschauen. Und dann könnten wir... Ich glaube, das ist ein Ziel, das man recht gut hinkriegen kann. Das würde schon gehen. Mal sehen. Okay. Am Ende muss ich einfach nur einen Haufen Omelettes verkaufen. Ja, weiteres Ziel. Also erstmal haben wir immer noch nicht alle Tagebuchfetzen gefunden.
Uns fehlt noch einer. Aber immerhin haben wir das Straußenei bekommen. Das ist ja schon mal etwas. Ich weiß auch nicht, ob der letzte Tagebuchfetzen uns jetzt irgendwas bringt. Aber, naja. Also, ich bin guten Mutes, dass das Spiel nicht komplett verbuggt ist, weil wir jetzt wenigstens mal einen noch gefunden haben. Und das größere Ding ist eigentlich, dass ich gerne Drachenzähne finden würde. Jetzt guck ich erstmal das hier. Erstmal die Aufmerksamkeit auf mich gezogen dabei. Ist auch schon ganz schön mutig über so einen Lavasee drüber. Ich glaube, eigentlich ist das schon das da drüber gehen quasi zu heiß für den Menschen. Aber naja, ich meine, es ist halt Hans. Der Superhero. Der kann sowas. Okay, ich meine, wir sind jetzt in beispiellos kurzer Zeit hier durchgerast. Schon mal gut. Schnell abhauen. So, ich muss mal was essen. So, zwei Kekse sollten erstmal ausreichen. So, dann gibt's hier wie immer was. Das ist ja immer dasselbe Labyrinth. Ja? Gut. Mehr oder weniger. So, da komme ich nicht durch, richtig? Oh, den sind wir los. Da gehen wir lang. Holen uns das hier raus. Aha, Ananassamen. Okay. Da war nichts drin. Hier aus dem Weg. Scheiße, 2 Uhr. Nein! Gut, aber hier hätte ich jetzt eh keine Drachenzähne mehr gefunden. Okay. Ist schon ganz schön anstrengend, hier an Drachenzähne ranzukommen, ne? Nicht zu unterschätzen. Liska liebt dich? Warum? Aha. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Naja, das ist eher so semi-gut, ne? Hm. Gut, ich würde den heutigen Tag vielleicht schon nochmal nutzen, um in diese Mine hier reinzugehen. Vielleicht haben wir ja überraschend Glück. Erstmal verkaufe ich hier aber ein paar Sachen. Hm, das hier noch. Den Rest nicht. Wir müssten doch jetzt eigentlich auch alles einmal verkauft haben, oder? Verschicke alle Gegenstände. Das habe ich doch gemacht.
Ach nee, das Straußenei fehlt mir noch. Richtig. Aber das hier haben wir. Gut. Deswegen. Ich hatte mich gerade gewundert. Alles ist in Ordnung. Ich lagere die Sachen hier mal eben ein. Wir haben allerdings nicht viel zu essen. Ich nehme mal die Mangos sicherheitshalber mit. Oder die Blaubeeren? Na, die bringen ja fast gar nichts, ne? Aber die Mango... Nein, doch, wir nehmen die Mango mit. Ich werde noch ein bisschen Ananas aussehen. Und das hier... Bringt zwar nicht viel, aber... ja. Machen wir. So, Vulkanmine Teil 2. Wir sollten vielleicht unsere Gießkanne mal wieder auffüllen. Die sieht schon bedächtig leer aus. An den schlawinern wir uns einfach vorbei. Da in der Mitte wäre eine Truhe. Die würde ich mir gerne anschauen. Muss ich einfach nur öffnen. Okay, goldene Kokosnuss ist in Ordnung. Durchgang ist da oben. Oh, da unten ist aber noch eine Truhe. Die hätte ich jetzt schon noch gerne aufgemacht. So neugierig bin ich dann schon, ne? Naja, war jetzt nicht so besonders. Rechts oder links? Ich gehe mal erst links vorbei. Ruhe auf. Na, es ist wieder nur Taro-Knollen. 8 Stück diesmal. Ich will schon wieder ein ganzes Taro-Paradies hier aufmachen. So, den ganzen Weg wieder zurück. Da gibt es noch eine Truhe. Also heute gibt es auf jeden Fall viele Truhen. Nicht, dass mir das irgendwas helfen würde. Na, ist im Weg. Ich habe keinen Bock auf das Ding. Ich gehe weiter. Level 4. Ach komm schon. Mann, ey. Es muss doch mal möglich sein, dass hier mal wieder ein paar Drachenzähne kommen. Okay. Der Durchgang wäre hier. Da muss ich also einmal drum rum. Leider. Weg. Oh Gott. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier, dass sie mich nicht nur total erwischen. Oh. Oh Gott. Na? Oh Gott, ein Glück. Erstmal ein paar Mangos hinterher essen. Das war jetzt ganz schön knapp. Knapper, als es sein müsste. Sind wir wieder hier. Immer noch keine Drachenzähne. Ist ja empörend. Also ganz gleich ist es vielleicht doch nicht immer. Hier. Au. Hier geht's auf jeden Fall lang.
Aber das scheint ja schon gedrückt zu sein, ne? Ja. Ach so, Moment. Ich glaube, das ist der Ausgang. Wir gehen hier rein. Ah, waren auch wieder nur Taro-Knollen. Dann rechts, links, rechts. Hier lang. Interessiert mich das, was da drin ist? Ja, eigentlich schon, ne? Aua, ist im Weg. Alle tot. Gut. Bestens. Gut, das war's. Tja, wir sind wieder hier in der Vulkanschmiede. Wir haben wieder keine Drachenzähne gefunden. Das kann doch nicht sein, Leute. Das kann doch einfach nicht sein. Wir haben auch schon wieder so einen Zwergenhammer bekommen. Ich glaube, das ist auch schon das zweite Mal. So, jetzt habe ich ein paar Sachen auszusäen. Da würde ich sagen, wir werden erstmal hier das alles wieder ein bisschen ordentlicher machen. Mir ist auch gerade so ein Gedanke gekommen. Und zwar habe ich ja jetzt eigentlich aus Gewohnheit immer den Dünger verwendet auf die Pflanzen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das in dieser Phase des Spiels eigentlich noch die beste Taktik ist. Aber am Anfang ist klar, man verkauft ja das auch, das Essen, also die Zutaten so wie sie sind. Also macht es natürlich schon Sinn, die höhere Qualität anzustreben. Aber jetzt sind wir ja in der Phase, in der wir eigentlich die Sachen alle zu 100% weiterverarbeiten. Und ob das jetzt eine normale Qualität ist, die ich da reinpacke, oder eine einfache, ist da völlig egal. Also das richtet sich ja immer, der Wert richtet sich ja immer nach dem Basiswert, also ohne Qualitätssternchen. Insofern wäre es eigentlich besser, habe ich mir jetzt gerade so überlegt, wenn ich stattdessen den Speed Grow oder sowas nehmen würde, wisst ihr? Also die Beschleunigung oder halt in dem Fall, jetzt zum Teil habe ich es ja auch schon gemacht mit dem Hydroboden, dass ich es nicht gießen muss. Gut, muss ich eh nicht. Ich habe ja die Sprinkler, aber ich glaube, so ein Speed Grow wäre eigentlich die noch bessere Alternative mittlerweile. Kam mir gerade so. So, ihr seht, ich mache mich hier schon wieder bereit für die Abreise. Mir reicht schon wieder. Außerdem haben wir ja ein bisschen was zu tun. Wir müssen ja jetzt kochen wie die Bescheuerten. Ich glaube, das werden wir jetzt die nächsten Tage so ein bisschen angehen. Für heute werde ich jetzt vor allem erstmal mein Inventar noch sortieren. Vielleicht ein bisschen auf dem Hof die ein oder andere Maschine nochmal befüllen. Aber mehr mache ich dann heute auch nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.